Ja, nicht jammern, einmischen, das ist seine Devise, das ist sein neues Buch. Gilt hier, stellt er dieses Projekt vor. Wir waren uns im Vorfeld auch nicht sicher, ist es Satire, ist es ein Kunstprojekt, ist es eine Partei oder was ist es genau? Zu uns kommt jetzt der Meister selbst, er wird uns aufklären, der Kabarettist, Schauspieler und Bewegungsmelder, Roland Düringer. Roland, was darf ich zu trinken kredenzen? Weißer Spritzer. Weißer Spritzer, gerne. Verstehst du, warum wir und viele andere Leute auch nicht genau wissen, was da los ist? Um was es da wirklich geht? Bei dem Projekt? Bei dem Projekt, ja. Das verstehe ich. Wie ist es zu diesem Projekt gekommen? Also wie bist du zu diesem Projekt gekommen? Bei der letzten Nationalwahl 2013 hatten wir eine Wahlbeteiligung von 75%. Das heißt, 25% waren entweder nicht dort oder haben ungültig gewählt. Wir sprechen von 1,5 Millionen Menschen in diesem Land. Und in der Sekunde verschwinden die praktisch. Man tut so, als wären die 75% 100%. Und nachdem ich erklärender Techniker bin, haben wir doch, da fehlt jetzt irgendwas. Weil die gibt es ja, diese Menschen. Verstehe die Argumentation, aber vielleicht wollen die auch gar nicht in irgendwelchen Statistiken aufscheinen. Wenn sie gar nicht wählen wollen, vielleicht wollen die ein Leben in der Anonymität, vollkommen unbeeindruckt von irgendwelchen politischen... Genau. Und deswegen mache ich Gilt, um das zu wissen. Aber vielleicht... Wenn es so ist, dann ist es so. Ist auch gut. Heißt das eine Überprüfung der Demokratiemüdigkeit, oder? Es ist ein Angebot. Es ist ein Angebot, eine Möglichkeit, sich wieder einzumischen in den politischen Diskurs, weil der Irrglaube von manchen Menschen, die nicht hingehen oder dort draufschreiben, mir legt's in den Arsch oder was auch immer, oder auch eine Kleinpartei wählen, sie glauben, sie richten einen Schaden an dem System, in Wirklichkeit stärken sie das System. Ja. Ganz kurz noch, weil es im Vorfeld immer wieder zu hören war, du selbst wirst selbstverständlich nicht im Nationalrat sitzen. Nein, du wirst nicht Bundeskanzler werden, du wirst nicht Bundespräsident werden, darum geht es nicht. Nein, man kann auch nicht den Herrn Düringer wählen, es ist ein Angebot. Und eigentlich das Experiment ist, schafft man es von 1,5 Millionen Menschen, 2600 zu motivieren, dass sie eine Unterstützungserklärung unterschreiben, das gilt. Am Wahlzettel steht. Was man aber erst ein paar Monate vor einer Nationalratswahl machen kann, die ja noch nicht feststeht. Ein paar Wochen davor. Aber ganz ehrlich, bei deiner Popularität mache ich mir da keine Sorgen, dass du die kriegst. Na, das stimmt nicht. Wie viele Einwohner hat das Dorf, in dem du lebst? Um das geht's nicht. Na, diese 2600 Menschen, die müssen was tun. Der muss außer Haus gehen, der muss aufs Gemeindeamt gehen und dort vor dem Beamten einen Zettel unterschreiben. Na, das heißt, der muss ein Gesicht herzeigen. Nicht wie bei Facebook, jetzt halt irgendwas posten und damit schimpfen. Und dann kann es passieren, wenn man für das Projekt Gilt dort unterschreibt, dass dann der Bürgermeister kommt und sagt, naja, da weißt du, was schon, dein Garten ist um 3 cm zu hoch. Ja. Das war bis jetzt wurscht, aber jetzt ist es nicht mehr wurscht. Also, da muss man jetzt etwas unternehmen, da muss man wirklich etwas tun und das ist das Experiment. Aber ich habe gelesen, dass es bereits Umfragen gibt und 4% würden dir oder deiner Bewegung ihre Stimme geben. Das 4% ganz sicher, 13% eher ihn. Wählen. Also ihn, damit meinen Sie wieder Düringer, was ja auch schon wieder falsch ist. Aber bei einer Schwankungsbreite von 4,4%. Ach so. Steht dann nur irgendwo, also praktisch wurscht. Aber entschuldige, Roland, 4%, wenn die Bewegung 4% bekommen würde, bedeutet das 9 Sitze im Nationalrat. Wer würde dann dort sitzen? Na, die Menschen, die auf der Liste umstehen. Weil du musst eine Wahl... Wer steht da oben? Na, du musst einen Wahlvorschlag einbringen, wo reale Menschen umstehen. Ich kann nicht sagen, da ist nichts. Eben. Na, wer möchte? Wollt ihr? Jeder. Es kann... Ich bin Deutscher, ich darf nicht. Ja, eh gut. Ja, also wer möchte, jeder kann in der Nation. Achso, wollt ihr? Dann tut's. Ist das jetzt deutschenfeindlich oder nur Stermannfeindlich? Nur Stermannfeindlich. Also. Vielen Dank, Dankeschön. Ja, danke, war meiner übrigens. Jeder kann in den Nationalrat, aber nicht alle. Ja, okay, aber jetzt noch mal ganz kurz. Wer Gilt wählt, was bekommt der andere? Du kannst nicht wählen, hast du es mir nicht verstanden? Du kannst es ankreuzen. Ankreuzen, bingo. Ankreuzen. Aber was ist das für ein semantischer Unterschied? Wenn du es ankreuzt, hast du es ja gewählt, oder? Oder hast du es noch immer nicht verstanden, Roland, wie das geht? Ne? Ja, aber sagst du dann, das waren keine Wähler, das waren Ankreuzer? Wo sollen die Menschen nicht hingehen? Haben die eine Wahl getroffen? Ja, die haben die Wahl getroffen, nicht hinzugehen. Genau, dann bist du sozusagen Wähler, aber du wählst keine Partei. Das ist der Unterschied. Ja. Du wählst nicht jemanden, der
jetzt für dich irgendetwas gut machen wird. Ja. Sondern du holst dich sozusagen selber in das Selbstverständnis des Staates wieder zurück. Okay. Und was so aber du musst dir diese neuen Leute, ja, musst dir dann, falls du diese neuen Abgeordnete, deine Liste oder die Liste, ja, das bekommt von den Ankreuzern, wer, wie kann man einer von diesen neuen Leuten werden? Wie läuft dieses Prozedere ab? Weil du hast, es gibt ja keinen Bundesparteitag. Nein, wenn es dann soweit ist, also wenn wir einen Wahltermin haben. Die ersten neuen werden. Ja, aber wenn sich dann 3000 melden, musst du ja einen neuen auswählen. Nein, nicht ich. Nein, ich kann 3000 die Liste nachschreiben. Ja, aber wer sitzt dann dort? Wenn 3000, die ersten 9 auf der Liste. Die ersten 9? Ja. Also so wie beim Skirennen. Ja, die sitzen ja nicht, die fahren. Also beim Skirennen. Ja, aber jetzt mal ehrlich. Ist das dein Ernst? Die ersten 9, die sich melden. Nicht die ersten 9, die sich melden, die ersten auf der Liste stehen. Und jetzt wirst du mich, ja, müsstest du mich fragen, ja, und wer entscheidet das? Wer entscheidet, ja, das? Wer entscheidet, ja, das? Ich würde, mein Vorschlag wäre, ich würde mal einen Teil entscheide ich, ein Drittel entscheiden die anderen, die auf der Liste stehen, mit wem sie drinnen sitzen wollen. Ja, aber die bestimmt ja. Und dann das Los, Punkt. Aus. Ah, los, per Los. Los, ja, per Los, ziehen, aus. Und wenn es komplette Arschlöcher sind? Wenn das drei Rechtsradikale sind? Da bin ich ja vorher. Bei Arschlöcher möchte ich nicht. Ja, aber du entscheidest, wer arschlochhaft ist und wer nicht arschlochhaft ist. Das ist ja auch schon. Ja. Schau, wenn ich einen Film schreibe, ja, dann gibt es Rollen. Die gibt es zu besetzen. Na? Und dann entscheide ich halt, wer passt für die Rolle oder wer nicht. Gibt es bei dir eine Frauenquote auch? Das kommt drauf an. Also wenn ich zum Beispiel anfange und sage, pass auf, Damen aus dem Burgenland, meldet euch. Ja, dann schauen wir, wie viele Damen aus dem Burgenland sie melden. Dann braucht man Männer aus Vorarlberg, dann braucht man Frauen aus Kärnten. Transgender aus Wien. Geht auch. Ja, aber das ist ja dann der wirklich Casting-Charakter. Das heißt, da geht auch viel, viel Zeit drauf. Im Prinzip ist es, naja, so viel Zeit heutzutage ist nicht. Es geht per E-Mail, du meldest dich ganz einfach an. Ja. Mhm. Schickst ein bisschen was, wer du bist, und dann bist du auf der Liste. Und dann, aber man bekommt ja im Nationalrat über 8000 Euro als Politiker, wenn man Nationalratsabgeordneter ist. Naja, läuft das? Brutto, ja. Brutto, ja, trotzdem, ja. Ich weiß, für uns Kabarettisten, aber naja, für viele Menschen ist das viel Geld. Das hat es gut im Geschäft, ja, aber ich ruchle ja seit 7 Jahren umeinander. Nicht? Also, ja, ja, ey, anders, ja. Nicht? Aber wie ist das dann? Kriegen die dann... Nicht deppert lachen. Ja, ja. Wann habe ich das letzte Mal eine Fernsehsendung gehabt, das zwei Arschlöcher? Jetzt ja. Na, Moment. 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 Ja, nicht zu glauben. Momental. Du hast doch auf Puls 4 die Sendung, gibt's ja noch immer. Ha? Du hast immer auf Puls 4 eine Fernsehsendung, du Arschloch. Du Arschloch, also wirklich. Wirklich? Das gibt's nicht. Das ist echt Arschloch. Kommt hier rein, beschimpft uns und lügt. Das sind echt so Alternative Facts, ja, hier. Wirklich. Ja, wirklich. Hat selber eine Sendung und beschimpft uns, weil wir eine Sendung haben. Ja, aber was war eigentlich die Frage? Ich weiß es nicht mehr. Nee. Doch, ja, ich weiß schon wieder. Also, weil die Leute kriegen ja dann eben über 8000 Euro brutto. Ist das dann so, das heißt, wenn man Geld braucht, meldet man sich ganz schnell bei dir per E-Mail? Das ist eine ganz schlechte Idee. Ach so. Ganz schlechte Idee. Der Vorschlag wäre, wenn man es um 2000 macht, ist okay. 2000 ist okay, oder? Und was passiert mit dem Rest des Geldes? Auf ein Sparbuch legen und für arme Kinder hingeben oder für irgendeinen wohltätigen Zweck. Zum Beispiel ist eine neue Idee. Ja? Aha. Ist das nicht populistisch? Extrem, Gott sei Dank. Ja. Mhm. Es gibt ja kein Wahlprogramm oder sowas. Es gibt kein Parteiprogramm. Es gibt nein, nichts. Das heißt, ihr steht für nichts, ihr steht für nichts, ihr fordert nichts, ihr wollt nichts. Nichts, ja, es ist furchtbar. Aber reicht es? Das weiß ich nicht. Das ist ja das Experiment. Was machst du zum Beispiel, sagen wir mal, wenn aus irgendeinem Grund ihr 35% bekommt? Dann seid ihr die Regierung. Und dann kommt sowas wie die Flüchtlingskrise. Was sagt ihr dann? Keine Ahnung, wir haben uns nicht überlegt. Aus, wurscht. Oder wie? Fragen Sie drei Frauen aus dem Burgenland? Oder ganz ernst. Naja, im Ernst jetzt. Weißt du, was 35% sind? Viel. Sehr viel. Ja. Das braucht man gar nicht nachdenken. Aber glaubst du, Donald Trump, da haben ja auch viele gedacht, das ist ein Wahnsinn. Und dann ist plötzlich Donald Trump da. Und ich meine, alle anderen sind verwirrt. Na Moment, wir haben das geglaubt, das ist ein Wahnsinn. Die Menschen, die in Virginia leben und in Massachusetts, haben nicht geglaubt, das ist ein Wahnsinn. Wir von außen haben geglaubt, das ist ein Wahnsinn. Aber für die ist das alles richtig. Ja, aber vielleicht sind die Frauen im Burgenland auch jetzt vorm Fernseher und denken sich, ja, der Thüringer hat recht. Die anderen sind alle Trottel. Wir wählen alle komplett geschlossen. Nein, ich würde nicht davon ausgehen. Wir vom Himberger Dienstagsnachmittag wählen jetzt alle den Why not? Ich habe gehört, dass du vorhast, ein Wahlplakat herzustellen und das mobil quasi überall in Österreich aufzustellen. Das wird sich ausgehen. Wenn Sie spenden, haben wir ein Plakat und wir zahlen das Plakat durch ganz Österreich. Und Sie dürfen es auch beschmieren, Sie dürfen Arschloch aufschreiben, ein Hakenkreuz draufmalen oder Öko-Fuzzi oder was auch immer. Es stört mich nicht. Ist gut. Wenn es Ihnen hilft, mir ist wurscht. Macht es dir Spaß?
Also macht dieses Projekt, macht dir das Spaß? Es war schon, ja, es ist lustig. Weil was mir Spaß macht, ist nicht das, was ich jetzt tue, ich tue nicht viel, aber wie rundherum alles reagiert und wie alles tut. Ja. Was ist das jetzt, was soll das jetzt? Ja, und was machen sie, wenn sie Kanzler werden? Und, ja. Ja, das war beim Team Stronic am Anfang auch so und dann verschwindet es wieder in der Bedeutungslosigkeit. Du weißt, wie es oft ist, solche Bewegungen können auch schnell wieder... Wir bleiben sowieso in der Bedeutungslosigkeit, also uns kann das nicht passieren. Ja, aber wenn man das vorher schon weiß, na gut, egal. Lass uns kurz noch den zweiten Teil des Gesprächs über deine kabarettistische Karriere reden. Du trittst jetzt wieder als Kabarettist auf. Im Herbst. Und zwar als sozusagen als mit einer Rolle. Das war ja lange nicht so. Ja, jetzt ist der Herr Thüring, als Herr Thüring auf der Bühne gestanden und gescheit geredet. Genau. Und jetzt mache ich das, was ich eigentlich sehr gerne mache, aber jetzt lange nicht gemacht habe. Ich schlüpfe in eine Rolle und werde wieder ein Stück spielen. Ja. Interessanterweise. Der Kanzler. Der Kanzler, ja. Der Kanzler. Mhm. Ja, das heißt, du schlüpfst in die Rolle eines fiktiven Kanzlers. Eines fiktiven Kanzlers am Morgen seines Rücktritts. Ich spiele wahrscheinlich auf einer Dachterrasse oder auf einer Terrasse in einem Haus um 5 in der Früh und der probt seine Rücktrittsrede. Wird er sich umbringen, weil er auf der Dachterrasse ist? Das werde ich jetzt verraten, sag einmal. Ich vermute, du weißt es noch gar nicht. Nein, nicht. Ja, eben. Das Einzige, was ich weiß, wie das Programm heißt, dass ich ein Plakat habe. Aus Punkt. Mehr brauche Siehst du auf dem Plakat so aus wie bei der Buchpräsentation, möglicherweise? Das war der Grund, warum ich bei der Buchpräsentation so ausgesehen habe, weil ich am Nachmittag davor die Fotos fürs Plakat gemacht habe. Ah, wir haben einen kleinen Ausschnitt da von der Buchpräsentation von dem Buch von Roland Thüringer. Wunderbar. Konkret möchte ich mich bei euch und auch bei den zahlreichen Vertretern der Medien, ja, danke fürs Kommen übrigens, dafür entschuldigen, dass ich sie so lange habe im Dunkeln tapfen lassen, ob das jetzt alles nur ein Spaß ist oder ob es doch bitterer Ernst ist. Und ich bitte Sie, schauen Sie mich an. Sieht so jemand aus, der Spaß macht? Das hat ja schon den Anflug von Satire natürlich. Es wird aber sozusagen ein ernsthaftes politisches Buch vorgestellt. Ja, ja. Kommt sich das nicht in die Quere? Glaube ich nicht, weil das einzige Mittel, was ich habe, um in die Öffentlichkeit zu kommen, ist genau das. Mhm. Ich habe keine Millionen für eine Werbekampagne, ich kann niemanden bestechen, ich kann keine Inserate schalten in Gratiszeitungen. Ich kann nur einfach das, was ich bin, zur Macht tragen und zur Schau tragen und schauen, ob das reicht. Mit 2600 Menschen Unterstützungserklärung unterschreiben. Und es ist mir auch scheißegal, ob das unterschrieben wird oder nicht. Das kommt ja noch dazu. Ja, das kommt auch noch hinzu. Nein, ich will ja nichts. Es ist nur ein Angebot. Aha. Ja. Du hast dich, das wird in diesem Buch sehr beschrieben, du hast dich innerlich gereinigt. Du hast neue Ernährungsformen gefunden. Du hast also über Entgiftungskur gemacht. Entgiftungskur ja, gemacht. Ja, ja, ja. Wie hast du das genau gemacht? Naja, 2 Jahre lang Heilfasten eigentlich. Ja. 2 Jahre? 2 Jahre, ja. Stimmt, es hast du 4 Liter Kaffee Einläufe gemacht hast? Mit Kaffee hinten rein. Ja, das mache ich auch heutzutage noch, wenn... das geht. Das ist... 4 Liter gleich? Ja, nicht auf einmal. Also so. Liter Kaffee oder so einen richtig guten Kaffee? Nespresso. Nein, der wird einfach... What else? Nespresso. Wo ich mit Aluminium dann? 4 Liter. Nein. Mein Dünnschiss riecht nach George Clooney. Nein, nein. Du kochst da 4 Liter Kaffee einfach in einen Topf auf und dann kommt es rein und Du hast dich ja in den letzten 4 Jahren von vielen... Jetzt habe ich Lust bekommen, ja. Jetzt habe ich total Lust bekommen. Jetzt ist ganz kribbelig. Du spielst einmal miteinander, wenn du Lust oder Zeit hast. Machst du das in geselliger Runde auf? Ja, gerne, ja, ja. In den letzten 4 Jahren von vielen überflüssigen Bedürfnissen losgesagt, gab es eigentlich ein Bedürfnis, das du sozusagen wieder zurückgeholt hast in dein Leben, wo du gemerkt hast, dass so leicht kann ich doch nicht drauf verzichten? Alles zurückgeholt, aber in einem vernünftigen Maß. Ja. Verstehst du, was ich meine? Hm. Ja, wenn du es konkreter machen würdest, würde ich es noch mehr verstehen. Zum Beispiel früher alles mit dem Auto gefahren, jetzt nur dann, wenn es notwendig ist. Ja. Ja. Früher immer das Handy eingeschalten gehabt. Jetzt nur dann, wenn es notwendig ist. Und jetzt nur mehr haben ein paar Leute meine Nummer, die wir gebrauchen und nicht mehr. Ja. Zum Beispiel, ja. Und Wein? Auch. Alkohol? Alkohol war nicht auf der Liste. Ich mein, wir leben ja in Wien. Nein, ich meine, entschuldige, dass ich Gift. Ja, in der Politik, weißt du, wie es ist. Ja. Ja, ja. Abstinenz ist bei Potenz. Ne?